willkommen. Wir sind bei Dienstag, 28. Mai 2024. Wir haben die Sonne, die Venus und den Jupiter in Zwillinge. Da ist richtig was los. Der Mond ist ja gestern Abend gegen 10:45 in den Wassermann gestartet und befindet sich heute natürlich dann auch weiterhin im Wassermann. Auch eine Energie, die sehr positiv mit den Energien von Zwillinge agiert, weil beides Luftzeichen sind. Die Sonne und der Mond stehen im Trigon, vertragen sich also sehr gut auch innerhalb der Kommunikation. Wir haben heute auch Merkur, der sich ja im Stier befindet, und den Saturn in den Fischen, die auch ein Sextil eingehen am heutigen Tag. Und das bedeutet, dass man akribisch und genau an Dingen arbeiten kann, sich auch informieren kann, sich in etwas hineindenken kann. Das ist keine schlechte Energie, sollte man natürlich auch nutzen. Wir haben auch den Uranus weiterhin im Stier, der auch für die eine oder andere Überraschung sorgen kann, was Veränderungen betrifft. Der eine oder andere hat auch ein bisschen Einfluss darauf. Dann haben wir natürlich den Mars weiterhin im Widder, durchsetzungsstark, aber hoffentlich nicht aufgebracht. Und wir sollten uns überlegen, wie wir gemeinsam Dinge angehen können. Einfühlsam mit Neptun und Saturn in den Fischen und mit dem rückläufigen Pluto eben auch Klärung von Dingen, die vielleicht auch in der Vergangenheit in Macht- und Ohnmacht-Themen nicht so gut gelaufen sind. Vielleicht auch ähnliche Themen, die wieder aufkommen. Also eine sehr schöne Atmosphäre, um Dinge auf den Punkt zu bringen, um die richtigen Informationen zu sammeln und ja, gut voranzukommen. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und wir schauen uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024 und wir haben weiterhin die Sonne, die Venus und auch den Jupiter in Zwillinge. Da ist einiges los, denke ich mal. Da ist Bewegung drin mit dem Mond im Wassermann, der auch in Trigon steht heute zu der Sonne in Zwillinge. Ja, ist der Freiheitsgedanke natürlich groß. Man will vorankommen, man will die Dinge umsetzen. Wir haben den Merkur und den Uranus im Stier. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Wir haben den Mars in deinem Zeichen. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann. Ja, da ist eben auch die Kommunikation sehr wichtig, Dinge aus der Welt zu schaffen. Wir haben heute auch ein Sextil zwischen Merkur und Saturn. Da gilt es natürlich akkurat, sich auch darum zu kümmern, die Dinge auf Herz und Nieren zu prüfen. Das ist ja auch etwas, was wir auch in der Zukunft tun sollten, auch ohne Erdenergien, dass wir uns da nicht mit Halbheiten zufrieden geben oder zwischen Tür und Angel entscheiden, sondern eben auch genau nachschauen, was wir tun könnten. Ja, das ist heute sehr stark ausgeprägt. Da gibt es neue Ideen, da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten. Wir schauen mal, wie das beim Widder aussieht. Du bist sehr fokussiert auf deine Ziele, auf das, was du als nächstes tun willst. Du bist aufrichtig und ehrlich, erstmal zu dir selbst, ja, authentisch sein, sich nichts vormachen, das ist sehr wichtig. Aber du bist noch zurückhaltend. Das heißt, du triffst jetzt noch keine voreiligen Entscheidungen. Das ist besonders gut, sehr gut sogar. Du kümmerst dich um Detailfragen. Das ist ganz untypisch für einen Widder, aber durchaus angebracht und sicherlich auch erfolgsentscheidend, ja. Dass man eben auch, bevor man etwas tut, umsetzt oder entscheidet, dass man sich wirklich das Kleingedruckte anschaut oder eben irgendwelche Dinge, dass man hinter die Kulissen schaut, sich selbst ehrlich macht, auch wenn man jemandem vertraut und jemanden mag zum Beispiel, dass man trotzdem die Detailfragen vorher klärt, bevor man einfach irgendwas blindlings unterschreibt oder irgendwas tut. Finde ich sehr richtig. Es ist auch gut zu wissen, wo eben die wichtigen Dinge liegen. Manchmal sind es Detailfragen, bürokratische Hürden oder irgendwelche Sachen, die am Rande stattfinden, die aber wie gesagt auch relevant sind oder relevant werden könnten. Also ich denke, dass du da auch einen klaren Blick drauf hast und dir sehr bewusst bist, dass die Dinge nicht von alleine so richtig gut werden, sondern dass du auch viel Arbeit und auch Forschung, Nachforschung nach den Details eben auch
drin hängt. Also ich finde das sehr gut. Du hast das verstanden, so wie es im Moment auch, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen erschwert wird durch die vielen Möglichkeiten, die mit Jupiter in den Zwillingen drin sind und auch dem Bedürfnis, einfach davon zu galoppieren und irgendwas zu machen. Finde ich das großartig, dass du eben auch sagst, ich möchte auch, dass die Dinge langfristig eben stabil und sicher sind. Da möchte ich dir ein Kompliment machen. Mach weiter so. Ich glaube, das zahlt sich letzten Endes auch für dich aus. Ja, viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Dienstag, 28. Mai 2024. Wir haben weiterhin die Sonne, die Venus und den Jupiter in den Zwillingen. Da ist die Kommunikation sehr stark, sie kann sogar übermächtig werden. Ja, viele neue Dinge kommen herein, auch neue Kontakte und Möglichkeiten. Da ist man bisweilen auch vom Angebot überfordert. Mit dem Mond im Wassermann kann natürlich auch eine gewisse Eigenwilligkeit da drin sein, dass man eben auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, einsame Entscheidungen treffen möchte. Das wäre natürlich keine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn du, sag mal, in Familie oder Partnerschaft bist oder auch im Job, man sollte sich schon auf die Gemeinschaft hin bewegen, ja, und das miteinander abstimmen. Wir haben den Merkur und den Uranus im Stier. Da gibt es natürlich auch Veränderungen und auch Einfluss, den du selber hast, Veränderungen vorzunehmen. Neptun und Saturn in den Fischen fürs Einfühlungsvermögen. Wir haben den Mars in Widder. Auch ein bisschen stur, ein bisschen eigenwillig und trifft auch gerne einsame Entscheidungen. Aber das sollte jetzt nicht das Thema sein. Der rückläufige Pluto im Wassermann erinnert uns eben auch an Macht und Ohnmacht und wie das jetzt läuft im Gegensatz zu dem, wie es bisher gelaufen ist und was man da tun kann. Ich hoffe, dass du eben auch heute mit dem Trigon zwischen Sonne und Mond natürlich auch den Freiheitsgedanken hast, aber mit deiner Erdenergie eben auch auf die Details schaust. Der Merkur in deinem Zeichen ist auch im Sextil zu Saturn. Man kann tatsächlich richtig gut Informationen sammeln und Informationen dann auch für sich nutzen. Was haben wir heute für den Stier? Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ja, vielleicht sind noch nicht alle Informationen da oder Dinge noch nicht fertig. Wir haben eine Enttäuschung. Irgendwas klappt vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch manchmal dieses: Ich schaue mir das im Detail an und bin enttäuscht, was ich davor finde. Die 5 der Kelche ist, dass du vielleicht auch bedauerst, dass du nicht mehr Einfluss hast. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch darum geht, dass du etwas tun sollst, sagen wir mal, wo du jetzt selber anders an die Sache herangehst oder herangehen würdest. Und dir würde aber gesagt, du sollst das genauso machen. Auch das wäre möglich, ja. Und du versuchst eben da, ja, so gut es geht, auch Schaden zu vermeiden. Verstehe ich? Wir haben den Eremiten, da ist die Planung, da ist die Vorbereitung, da ist eben auch die Detailarbeit. Vielleicht sammelst du, ich sage jetzt mal, Informationen, die vielleicht auch noch Schaden abwenden können. Also ich denke nicht, dass es um Herzschmerz geht. Ich denke eher, dass es um was Geschäftliches geht, wo du das Gefühl hast, du hast da nicht so viel Einfluss, um Dinge abzuwenden. Aber du kannst natürlich versuchen, und das solltest du natürlich auch, mit der Recherche oder mit dem, was du dabei herausfindest, an die richtige Stelle zu gehen. Aber noch hast du sie nicht. Das heißt, du bist jetzt hier erstmal dabei, die Dinge zusammenzusuchen, um vielleicht irgendwas belegen zu können. Ja, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024. Die Sonne, die Venus und den Jupiter im eigenen Zeichen zu haben, beflügelt natürlich. Wichtig ist, dass du nicht abhebst, sondern auf dem Boden der Tatsachen verbleibst, auch wenn der Mond sich im Wassermann befindet und den Freiheitsgedanke nach vorne bringt. Es ist immer wichtig, auch sich umzuschauen, achtsam zu sein und eben auch akribisch die Dinge zu prüfen. Wir haben den Merkur und den Uranus im Stier. Wir haben Mars im Widder, temperamentvoll. Und wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann auch, ja. Da ist die Kommunikation klar, man kann Dinge besprechen, sich austauschen, vielleicht auch überwinden durchaus, ja. Man sollte halt nicht
zu forsch sein oder zu eigenwillig handeln oder eigenmächtig handeln, weil meistens sind dann auch andere davon betroffen, die könnten dir das übel nehmen. Neptun und Saturn in den Fischen, ja, Einfühlungsvermögen ist gut. Neptun verwirrt oder gibt dir das Gefühl, unschlagbar zu sein, den Dingen gewachsen und alles erreichen zu können. Solange du da mit der Realität auch konform gehst, ist das okay. Wenn du merkst, vielleicht überschätze ich mich da ein kleines bisschen, solltest du da auch sehr behutsam vorgehen, ja, weil Neptun kann eben auch mal täuschen. Was haben wir heute für die Zwillinge? Da ist der Widerstand, ja. Kann dein Widerstand sein oder der von anderen. Es ist auch für seine Belange natürlich eintreten. Ehrlichkeit ist wichtig. Also du musst niemandem Rechenschaft ablegen, aber für dich selbst ist Ehrlichkeit auf jeden Fall wichtig, wie du damit umgehst, wie du die Dinge siehst, ob du wirklich realistisch bist und natürlich, wie du mit dir selber umgehst, ob du, ja, sagen wir mal, ein Stück weit ja, mit deinen Gefühlen und so klar bist oder ob du dich wirklich auch so ein bisschen zu weit hervorwagst, wie es dir dabei geht, was du denkst oder fühlst, ist wichtig, ja. Wir dürfen nicht vergessen, mit dem Herrscher musst du für deine Entscheidungen sowohl im Gefühlsbereich als auch natürlich im geschäftlichen oder finanziellen die Verantwortung tragen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man mit sich selbst im Reinen ist und weiß, wo man hin möchte ungefähr und auch weiß, was man will ungefähr, also zumindest eine grobe Richtung und dann auch entsprechend sich verhält und auch darstellt, sage ich jetzt mal, ne? Also Aufrichtigkeit im Gefühlsbereich auch. Vielleicht ist mit den sieben der Stäbe gemeint, dass du zu dem stehen sollst, wahrheitsgemäß, was du fühlst und dass du dich da ein bisschen einbringst. Wichtig ist aber auch, dass du, wie gesagt, nicht über deine, ich sag mal, Kompetenzen hinausgehst oder über andere hinweg einfach was entscheidest. Ja, du würdest das umgekehrt ja auch nicht wollen und auf der anderen Seite auch denkst, ist das für mich persönlich langfristig auch tragbar und von Nutzen, ja? Und da gilt wie immer, lass dich nicht von Neptun foppen, schau, was realistisch wirklich geht. Und da muss man halt manchmal in den sauren Apfel beißen und sich auch um Bürokratisches oder solche Dinge kümmern. Aber Authentizität ist auf jeden Fall vorhanden, finde ich großartig. Weiter so, übernimm die Verantwortung für deine Entscheidung. Viel Erfolg! Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024. Sonne, Venus und Jupiter weiterhin in Zwillinge. Da ist viel Neues drin. Kontakte, Gespräche, Austausch. Das muss nicht schlecht sein. Aber wie gehabt, wenn es dir zu viel wird, such dir auch vielleicht eine Möglichkeit, da mal eine Pause zu machen. Der Mond ist im Wassermann. Wassermann-Energie ist sehr freiheitsliebend, sehr direkt und möchte auch sich selbst verwirklichen. Kann bisweilen auch ein bisschen egozentrisch sein, da muss man aufpassen. Das kann dich betreffen, das kann aber auch andere betreffen, durchaus. Die Energien sind ja nicht nur für den Krebs da, sondern für alle anderen. Und wir haben den Mars in Widder, temperamentvoll, leidenschaftlich, mutig, selbstbewusst, Führungsqualitäten, aber eben auch manchmal ein bisschen stur und eigenwillig. Der Merkur und der Uranus sind noch im Stier und unterstützen dich als Krebs natürlich, auf dem Teppich zu bleiben, finde ich auch gut. Du hast mit Neptun und Saturn eben gefühlsmäßige Unterstützung. Deine Intuition ist natürlich immer da und die solltest du auch nutzen. Der rückläufige Pluto im Wassermann ist weiterhin ja rückläufig und erinnert an Macht und Ohnmacht und auch an die Gespräche oder die, ich sag mal, Ausräumung von solchen Dingen, also dass man daran arbeitet, solche Dinge auch loszuwerden. Heute haben wir zwischen Sonne und Mond ein Trigon, das heißt also, in der Kommunikation kann es auch innovative Ideen geben, durchaus. Mit Merkur und Saturn ist man auch gewillt oder in der Lage, auch Lösungen zu finden, das heißt, das ist schon heute sehr lösungsorientiert, aber für dich als Krebs natürlich sehr, sehr sachlich, aber es kann helfen. Wir schauen mal, was wir für den Krebs haben. Da ist die Transformation, die Veränderung drin.
Und da ist die 7 der Schwerter, das Unbekannte, auch das, was einem nicht geheuer vorkommt zum Beispiel. Und fokussiert. Das heißt, man soll sich auch von Ablenkungen oder drumherum nicht so sehr blenden lassen. Ich denke, die 7 der Schwerter ist auch so ein bisschen von den eigentlichen Themen wird abgelenkt. Ja, du bleibst aber als Krebs sehr fokussiert und gehst auf den Punkt. Ja, du bist fokussiert auf das, was da kommt und worauf du vielleicht auch großen Wert legst. Und wir haben die 9 der Kelche. Also ich denke mal, solange du eher sachlich und fokussiert vorgehst und dich davon nicht abbringen lässt, dann ist dir der Erfolg auch sicher. Die Veränderung hier, die findet so oder so statt. Aber hier sind dann, wie gesagt, noch ein paar Zwischensituationen auch mit anderen Leuten. Man muss nicht alles glauben, was man hört. Man muss sich auch selber vergewissern, was dran ist und was richtig ist. Es kann ja sein, dass jemand in gutem Willen dir erzählt, da musst du das und das machen. Du kannst das glauben oder kannst gucken, ob das wirklich so sinnvoll für dich ist. Ja, für ihn oder sie kann das ja sinnvoll sein, aber es ist ja nicht gesagt, dass das für dich sinnvoll ist. Und du erreichst das, was du willst, dadurch, dass du eben ja von selbst auch die Information prüfst und deine eigene Entscheidung triffst. Ja, das klingt sehr vielversprechend. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Dienstag, 28. Mai 2024. Sonne, Venus und Jupiter weiterhin in Zwillinge. Können dich beflügeln, geben dir die Informationen, den Austausch, neue Kontakte. Das kann sehr erfrischend sein. Man soll es nur nicht übertreiben. Wir haben den Mond im Wassermann. Auch starke, selbstverwirklichende Energien. Kann auch ein bisschen in Egozentrik führen, wenn man nicht aufpasst, und ich denke, dass du als Löwe da auch ein bisschen aufpassen musst, mit Neptun und Saturn auch sich ein bisschen so in die anderen hineindenken, beziehungsweise auch die Energien sehen, wie so ja die Laune ist, die Stimmung ist untereinander, wie dir jemand entgegentritt. Wir haben den Mars im Widder, auch wieder eigenmächtige Entscheidungen sind möglich, wenn man nicht Acht gibt. Achtsamkeit ist ganz besonders wichtig und natürlich Realismus. Das gilt auch für den rückläufigen Pluto mit den Macht- und Ohnmacht-Themen. Man kann die Dinge jetzt wunderbar aus der Welt schaffen. Man sollte aber immer auch, ich sag mal, nicht abheben, nicht übertreiben, nicht zornig werden, sondern sehr, sehr sachlich und sehr lösungsorientiert daran gehen. Da haben wir auch heute ein Trigon zwischen Sonne und Mond. Die können sich ergänzen, aber auch zwischen dem Merkur im Stier und dem Saturn in den Fischen. Also man ist mit allem ausgestattet, Wissen, Know-how, Gefühl, Einfühlsamkeit und natürlich auch mit dem Drang, sich da einzufinden, also einzubringen. Langsam machen, lieber Löwe, nicht zu hastig vorgehen, Page der Münzen. Heilung ist in Sicht mit dem Stern, das kann eben auch die Macht- und Ohnmacht-Themen betreffen. Und da haben wir die 9 der Stäbe. Du hast dich möglicherweise schon in Dingen verausgabt. Vielleicht ist das auch die Erfahrung, die du gemacht hast, dass du dich bei vielen Dingen sehr angestrengt hast und irgendwie nicht weitergekommen bist. Und da haben wir den König der Stäbe. Da ist, wie gesagt, auch natürlich deine Energie drin, aber von der Konstellation momentan eben eher die Widder-Energie. Ja? Und das bedeutet eben, wir haben hier zusammen 10 Stäbe. Man hat es fast geschafft, Dinge, ich sage jetzt mal, zu klären, alte Themen vielleicht auch hinter sich zu lassen. Jetzt musst du noch den Rest Geduld aufbringen, auch den letzten Rest davon zu bearbeiten. Und da kannst du jetzt nicht einfach davon stürmen, weil dann wäre ja die ganze Arbeit vorher umsonst gewesen. Also versuche hier mit dem Page der Münzen da auch weiter behutsam, langsam vorzugehen, dich nicht unter Druck zu setzen und natürlich auch nicht irgendwas erzwingen zu wollen, ja. Wir haben hier schon sehr viel Energie investiert und wir möchten ja auch wie der König der Stäbe dastehen nachher. Und das geht nur, indem wir eben auch ja angepasst insofern, dass wir uns nicht hetzen, an die Dinge rangehen. Also so wie wir es bisher gemacht haben, die Heilung ist wirklich ganz nah, oder die, ich sage jetzt mal, aus der Weltschaffung der Dinge ist ganz nah. Wir dürfen jetzt auf den letzten Metern natürlich nicht plötzlich Gas geben, dann, wie gesagt,
könnte das noch scheitern. Also du musst dich da noch ein bisschen durchbeißen, aber das schaffst du. Da bin ich mir sicher. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024 mit Sonne, Venus und Jupiter in Zwillinge. Ja, da ist sicherlich das ein oder andere los. Viel Kommunikation, Austausch, neue Kontakte. Die können auch sehr erfolgversprechend sein, durchaus. Der Mond befindet sich im Wassermann. Da ist so ein bisschen Selbstverwirklichung drin, auch ein bisschen Egozentrik. Da sollte man vorsichtig sein. Wir haben den Pluto im Wassermann, auch rückläufig. Man kann derzeit sehr gut alte Themen hinter sich bringen, bearbeiten und hinter sich bringen. Merkur und Uranus sind im Stier und unterstützen dich. Neptun und Saturn in den Fischen geben auf der einen Seite natürlich das nötige Einfühlungsvermögen. Auf der anderen Seite hast du als Jungfrau auch mit Neptun zu tun. Neptun könnte zum Beispiel dir das Gefühl geben, dass du das jetzt alles alleine regeln müsstest oder dass du jetzt oder nie, sagen wir mal, durchstarten müsstest, auch wegen Jupiter und der Energie in den Zwillingen. Es wäre fatal, ja. Lass dich von Neptun nicht foppen. Halte dich an die Fakten, halte dich an das, was du hundertprozentig weißt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, da nicht einfach drüber hinweg zu gehen und möglicherweise dann auch nachher, naja, eine falsche Entscheidung zu treffen. Neptun kann auch die falschen Verknüpfungen gedanklich hinzaubern, sage ich mal. Auch da solltest du sehr vorsichtig sein, keine falschen Schlüsse zu ziehen. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das aussieht. Wir haben ja, wie gesagt, die Verbindung Mond und Sonne im Trigon und wir haben ein Sextil zwischen Merkur und Saturn. Da kann man die richtigen Informationen bekommen und da sollte man sich dann auch gedulden. Du bist hier verwirrt, ja, kann auch durch die Energie von Neptun sein. 8 der Schwerter, 9 der Schwerter, Befürchtung und Ängste. Das heißt, du bist so ein bisschen ängstlich, befürchtest vielleicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen und mit den 5 der Stäbe hast du hier tatsächlich auch so ein bisschen den Wettbewerbsgedanken, sich irgendwie gegen andere durchsetzen oder profilieren zu können oder zu wollen. Das ist natürlich nicht so gut. Die 9 der Schwerter gibt Hoffnung insofern, dass du eben, bevor du etwas tust, eben auch die Dinge hinterfragst. Ja, wenn du verwirrt bist, sollst du keine Entscheidung treffen. Die 9 der Schwerter sind deine Ängste und die solltest du auf jeden Fall mit jemandem teilen. Du solltest dir Rat suchen. Du solltest dich nicht verrückt machen mit den 5 der Stäbe und schon gar nicht in den Kampfmodus gehen. Ganz im Gegenteil, du brauchst Unterstützung, du brauchst vielleicht fachmännischen Rat, je nachdem, um was es geht. Und deswegen solltest du dich da ein bisschen zurückhalten. Wir haben den Narren, den Neuanfang. Unbelastet und frei. Das ist natürlich der Wunsch, denke ich mal, aus einer Sache rauszukommen, die Dinge hinter sich zu lassen, neu zu beginnen. Aber ich denke auch, dass du das nicht einfach so machen kannst. Entweder ist das im Job, dass da noch andere Leute mit involviert sind, privat natürlich auch, dass man keine einsamen Entscheidungen trifft. Also ich wäre da sehr vorsichtig, jetzt mich einfach von irgendwas loszusagen oder irgendwo eine einsame Entscheidung zu treffen. Der Neuanfang ist möglich, aber nur, ich denke, indem du die Altlasten hier und die Dinge, die dir Angst machen, angehst. Du musst dich dem stellen, aber nicht in Kampf, in der Kampfarena, sondern in die eigenen Dämonen auch so ein Stück weit. Also der Neuanfang ist möglich, aber nicht sofort und nicht so schnell, wie du dir das vielleicht wünschen würdest. Also sei da bitte sehr vorsichtig. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024. Ja, weiterhin Sonne, Venus und Jupiter in den Zwillingen. Bestärkt dich, gibt dir Power, gibt dir Kraft, Kommunikationsstärke und vielseitige Interessen. Bitte nicht sich selbst überfordern und sich selbst stressen, das ist wichtig.
Der Mond befindet sich im Wassermann, da ist auch so ein bisschen dieses sich selbst verwirklichen wollen drin. Aber trotzdem ist es wichtig, nicht einfach voranzustürmen. Ja, das ist so etwas, wo du dich selber vielleicht auch ein wenig disziplinieren solltest. Mit dem rückläufigen Pluto in Wassermann alte Themen vielleicht beilegen, Macht- und Ohnmacht-Themen klären für dich selbst, aber auch im Außen ist möglich. Wir haben den Mars im Widder, da ist man mutig, selbstbewusst. Man kann Entscheidungen treffen, aber man sollte die doch wirklich gut überlegen. Neptun und Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen ist immer wichtig, auch indem du auf deine eigenen Befindlichkeiten Acht gibst, ja, und dann nicht im Nachhinein merkst, oh, das war vielleicht nicht so gut, sondern dass du da im Vorhinein auch dran denkst. Merkur und Uranus befinden sich in Stier weiterhin und ein bisschen Erdenergie schadet da nicht. Und wir haben heute auch zwischen Sonne und Mond ein Trigon. Man kann Dinge gut rüberbringen, erklären. Wir haben aber auch den Saturn und den Merkur in einer Verbindung, nämlich einem Sextil, wo man dann tatsächlich auch gute Recherche, gute Prüfung der Dinge vornehmen kann. Und das solltest du auf jeden Fall auch tun als Waage. Wir haben die Disziplin, das ist sehr gut. Das bedeutet, du bist bereit, die Dinge nicht einfach nur zu machen, sondern vorher zu überprüfen. Das bringt dir natürlich dann auch die Dinge so hin, wie du sie brauchst. Trotzdem solltest du nicht übertreiben. Der Teufel ist immer die Übertreibung, der übermäßige Ehrgeiz, ja, vielleicht auch Gefallsucht, ne? Also ich denke, dass dein Ehrgeiz und dein Vorankommen eben davon abhängen, wie diszipliniert du eben auch in Detailfragen bist, ja? Und du fühlst dich dabei gut, das ist richtig, aber man soll halt nicht total euphorisch werden, weil dann wird man unvorsichtig, darum geht's. Wir haben den Erfolg für dich, das ist großartig, ja? Aber wie gesagt, von meiner Seite aus, wir haben die Disziplin, du hast die Power, du hast die Kraft, etwas umzusetzen, aber du solltest hier nicht übertreiben. Und auch, ich sag mal, auch wenn das zum Erfolg führt, trotzdem die Nerven behalten und eben auch realistisch daran gehen. Auch damit du jetzt nicht in Zukunft denkst, das geht immer so. Leider gehen viele Dinge nicht immer gleich glatt oder gehen so einfach. Aber ich gönne dir das natürlich von Herzen. Es ist wichtig, dass man auch den Erfolg feiert und mal einen Moment innehält und dann nicht direkt nach dem nächsten hechelt, ja. Das sehe ich halt mit dem Teufel, mit dem Ehrgeiz, so nach dem Motto, das machen wir jetzt jeden Tag so. Wie gesagt, ich gönne dir den Erfolg. Es ist wichtig, dass man auf dem Teppich bleibt. Wir haben jetzt hier keine Erdenergie, aber wir haben natürlich den Erfolg und der spricht ja für sich. Also viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024. Wir haben die Sonne, die Venus und den Jupiter in Zwillinge. Eine Energie, die dich eher nervös als zufrieden und kommunikativ macht. Trotzdem kannst du damit arbeiten und du kannst auch viel Positives daraus ziehen. Wie gesagt, wenn du, ich sag mal, die Dinge gemäßigt angehst, ja, dir nicht zu viel davon versprichst, aber auch nicht zu ärgerlich wirst, wenn die Dinge, die dir entgegenkommen, nicht dem entsprechen, was du dir erhoffst oder erwartest. Der Mond im Wassermann macht auch ein bisschen eigenwillig, ne, und ein bisschen selbstkonzentriert. Ja, das muss jetzt nicht bei dir liegen. Es kann durchaus auch bei anderen liegen. Und das kann dich natürlich auch aufregen, klar. Trotzdem ist es wichtig, dass du da so einen gewissen Abwehrmechanismus hast, dich möglichst nicht persönlich dadurch angegriffen zu fühlen. Neptun und Saturn in den Fischen helfen dir hoffentlich dabei zu sehen, dass der eine oder andere einfach seine Ziele verfolgt und da manchmal ein bisschen rücksichtslos agiert. Ja. Wir haben den Mars im Widder. Das kann dazu führen, dass auch dir oder jemand anderem mal die Hutschnur platzt. Sollte natürlich nicht passieren, ne? Weil das ist, wie gesagt, keine persönliche Sache. Wir haben den Pluto im Wassermann rückläufig. Man kann Dinge beilegen, man kann auch über alles reden. Man muss eben nur die Ruhe bewahren und auch sachlich bleiben. Das wäre schon ganz gut. Der Merkur und der Uranus befinden sich weiterhin im Stier. Das heißt, auch du kannst als Skorpion
da eben auch die Energie nutzen und auch kleine Veränderungen vornehmen, die dir vielleicht auch helfen, besser damit zurechtzukommen. Wir haben heute ein Trigon zwischen Sonne und Mond, das heißt, die Energien sind sehr stark und da brauchst du, wie gesagt, einen Schutzwall als Skorpion. Wir haben aber auch Saturn im Sextil zu Merkur, auch da kommt man durch Recherche, durch Prüfung, durch Hinterfragen auch auf die richtigen Zusammenhänge. Wir haben die Detailfragen hier. Also es ist wichtiger, sich um die Detailfragen zu kümmern, glaube ich, für dich, als jetzt alles auszudiskutieren. Ja, da ist der Konkurrenzkampf, da ist auch vielleicht die Nervosität, die diese Energie auch bei dir als Skorpion verbreitet. Und wir haben den König der Münzen. Das heißt, du versuchst eben pragmatisch vorzugehen mit der Erdenergie, eben auch zu schauen, was du schon erreicht hast, wo du stehst und wie du damit umgehen kannst. Aber auch, ich sag mal, Demut und Dankbarkeit für die Dinge, die du hast. Mit dem Turm ist heute wahrscheinlich ein Tag, wo du eher versuchst, die Hindernisse beiseite zu räumen, Platz zu schaffen für Neues. Und ich glaube, dass du heute auch so ein bisschen Distanz warst zu anderen. Einfach, um dich mehr auf diese Dinge zu konzentrieren oder konzentrieren zu können. Du bemühst dich darum, eben auch adäquat darauf zu reagieren. Aber es ist schon auch für einen Skorpion eine gewisse Herausforderung. Aber letztendlich, denke ich, kriegst du das wunderbar geregelt. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024. Die Sonne, die Venus und Jupiter in Zwillinge bestärken dich natürlich als Schützen. Du neigst aber auch schon mal dazu zu übertreiben. Deswegen die Warnung, bleib auf dem Teppich. Der Mond ist im Wassermann und kann auch dafür sorgen, dass du so ein bisschen eigenwillig und egozentrisch reagieren könntest. Ja, es ist immer noch deine Entscheidung, ja. Mit Neptun und Saturn solltest du dich auch ein bisschen umsehen, ein bisschen achtsam sein. Und du bist ja auch, sagen wir mal, von Neptun beeinflusst, der auf der einen Seite dir einreden kann, dass du alles erreichen kannst, dass du unbesiegbar bist und auf der anderen Seite dir natürlich auch Ängste, Bedenken und Furcht einflößen kann durch Gedanken oder Verknüpfungen, die du erstellst. Also es kann sehr verwirrend sein. Versuche, dich an die Fakten zu halten weiterhin. Ne? Wir haben dann auch den Mars im Widder. Da ist die Zündschnur kurz. Das könnte bei dir auch der Fall sein. Auch da solltest du natürlich gucken, dass du nicht die falsche Person erwischt, wenn dann die Zündschnur irgendwann mal hochgeht. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der eben auch ja, in der Lage ist, mit der Zwillinge-Energie auch Altlasten zu klären, Macht- und Ohnmacht-Themen. Da sollte man dann eben auch sehr behutsam vorgehen und sich eben nicht von Impulsen leiten lassen, sondern eher von Fakten. Wir haben heute einen Trigon zwischen Sonne und Mond. Ja, da ist die Kommunikation stark, da ist die Selbstverwirklichung stark. Aber auf der anderen Seite haben wir auch den Merkur im Sextil zu Saturn. Und das bedeutet, dass man eben auch tiefgründig und nachhaltig Dinge recherchieren, erfahren, lösen kann. Und das ist wahrscheinlich die beste Variante. Wir haben für den Schützen den Ritter der Schwerter. Du kennst das, schnelle, unachtsame Vorgehensweise, da ist Vorsicht geboten. Das verändert, die Veränderung findet so oder so statt, ja, ob du jetzt irgendwas schnell machst oder nicht. Ja, es kann auch eine Transformation stattfinden, auf die du keinen Einfluss hast, die dich überrascht. Wir haben Irritation bei dir mit den Acht der Schwertern. Das ist eben auch wahrscheinlich Neptun geschuldet, ja. Und ich würde sagen, dass du natürlich in so einer Situation möglichst keine Entscheidung triffst, sondern erstmal schaust, was du da vorfindest. Also wie sich die Dinge entwickeln, was da kommt. Wir haben das Rad des Schicksals. Das heißt, die Dinge sind in Gang gesetzt, die Dinge laufen. Und für dich ist es heute von sehr großer Wichtigkeit, sich den Gegebenheiten jeweils anzupassen. Also du bist als Schütze ein sehr optimistisches Sternzeichen und du bist auch sehr anpassungsfähig. Und das wird heute von dir irgendwo verlangt oder herausgefordert. Ich würde heute an deiner Stelle eher so die Dinge beobachten,
wenn du irritiert bist, ja, du musst das aber niemandem sagen. Ja, du beobachtest nur, du schaust dir das an. Du weißt nicht, wo das hinführt, aber passe dich den Gegebenheiten des Momentes an. Im Nachhinein kannst du immer noch darüber nachdenken, wie du das verarbeitest oder für dich nutzt. Heute ist, glaube ich, kein Tag, an dem du irgendwie großartig was umsetzen solltest. Also anpassungsfähig, freundlich bleiben, neutral möglichst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024. Wir haben die Sonne, die Venus und den Jupiter in Zwillinge. Da ist, wie gesagt, eine Menge Kommunikation, eine Menge Abwechslung geboten. Kann auch mal ein bisschen zu viel sein für die Erdenergie Steinbock. Du bist ja sowieso geerdet. Du solltest dich davon aber auch nicht herausfordern lassen, auch wenn der Mond sich im Wassermann befindet. Da kommen vielleicht auch ein paar innovative, außergewöhnliche Ideen. Die muss man jetzt nicht direkt bewerten. Man kann sie erstmal hinnehmen und dann später darüber nachdenken. Also Eigenwilligkeit ist drin, Selbstverwirklichung ist drin. Vielleicht sind auch bei dir einige tolle Ideen dabei. Aufschreiben, man muss das nicht direkt umsetzen. Man kann erstmal drüber nachdenken. Wir haben den Merkur und den Uranus im Stier, unterstützend für dich. Kleinjustierungen können vorgenommen werden, also eigene Veränderungen. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Wie gesagt, sich auch auf die Menschen und Situationen ein bisschen hineinfühlen und einstellen. Und dann haben wir den Mars im Widder. Der eine oder andere oder du könnte auch gereizt sein, ja, oder ungeduldig, ja. Ist vielleicht momentan nicht so die beste Idee. Aber wenn, wie gesagt, das kommt drauf an, welche Situation. Rückläufiger Pluto im Wassermann, da kann man alte Situationen, Macht und Ohnmacht bearbeiten, hinterfragen oder auch klären. Das ist schön. Wir haben dann auch ein Trigon zwischen Sonne und Mond, Sonne in Zwillinge, Mond in Wassermann, aber auch ein Sextil zwischen Merkur in Stier und Saturn in Fische. Also die Arbeit, die Dinge genauer zu ergründen und da auch die adäquatesten Lösungen zu finden, ist gegeben. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Da ist erstmal eine Enttäuschung. Das kann schlechte Laune bedeuten, es kann ein Streitgespräch bedeuten, Uneinigkeit in irgendeiner Form. Direkt danach kommt die Heilung. Vielleicht geht es da um Altlasten oder Macht- und Ohnmacht-Themen. Und da geht es auch um Detailfragen. Ja, man muss vielleicht da ein bisschen näher ranschauen, sich das eben ansehen und genauer hinschauen. Ja, auch vielleicht die Perspektive wechseln, je nachdem, auf welcher Position du dich gerade als Steinbock befindest. Ja. Und ich habe ja gesagt, es ist heute eine adäquate Zeit, um die Detailfragen zu klären. Ja, im ersten Moment ist das vielleicht mühsam, anstrengend und vielleicht auch ein bisschen ja ärgerlich, ne? Aber mit dem König der Münzen kann daraus eine sehr große Stabilität erwachsen und auch ein Profit, würde ich mal sagen. Dankbarkeit und Demut sind natürlich wichtig, das bedeutet, möglichst unvoreingenommen an die Dinge ranzugehen, so gut das eben möglich ist. Und sich erst ein Urteil zu erlauben, wenn man tatsächlich jedes Detail für sich einmal geklärt hat. Und da ist die Heilung, da ist die Enttäuschung. Ich denke, das ist durchaus möglich und daraus kann eben eine starke, ja, Sicherheit entstehen. Aber das muss jetzt auch nicht an einem Tag passieren, das kann auch ein bisschen dauern. Aber wichtig ist, dass du versuchst, den Ärger vielleicht nicht an die Oberfläche dringen zu lassen, sondern eher Neutralität erstmal. Ich wünsche dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind bei Dienstag, 28. Mai 2024. Mit Sonne, mit Venus und auch natürlich Jupiter in den Zwillingen. Großartig für dich als Wassermann, da du eben auch ein Luftzeichen bist. Die Kommunikation ist gestärkt, der Austausch, ja, und der Mond befindet sich in deinem Zeichen. Das bedeutet, Selbstverwirklichung, innovative Ideen vorankommen sind möglich, aber man sollte natürlich nicht über andere hinweggehen. Das haben wir eben auch mit Neptun und Saturn in den Fischen.
dass man eben auch ein bisschen achtsam um sich herum schaut, der Situation und den Menschen angepasst, die einen umgeben und die einen vielleicht auch begleiten oder unterstützen, je nachdem. Der rückläufige Pluto im Wassermann erinnert uns daran, dass wir eben auch über Dinge sprechen können, die uns eigentlich ja unangenehm sind oder wo wir nicht so gerne drüber reden wollen, aber die Lösung ist nah, durch Austausch, durch Gespräche. Jetzt haben wir auch noch den Mars im Widder, der natürlich ja so ein bisschen gereizt machen kann oder dass man sehr schnell aufgebracht ist. Auch da sollte man sich ein bisschen disziplinieren. Merkur und Uranus im Stier können helfen, dass man eben auch so ein bisschen die Rückschau hat und sich bemüht, da auch neutral ranzugehen. Wir haben zwischen Sonne und Mond, also zwischen Sonne in Zwillinge und Mond in deinem Zeichen, ein Trigon, eine tolle Verbindung in der Kommunikation, aber auch zwischen Merkur im Stier und dem Saturn in den Fischen. Also alles gehört zusammen und man darf da nichts auslassen oder was beschönigen, weglassen. Es geht darum, tatsächlich adäquate Lösungen durch Nachforschungen zu finden. Da ist die Kommunikation, die Acht der Stäbe, der Austausch, da ist der Eremit, gute Planung, gute Vorbereitung, also man geht schon ins Detail, man taucht da schon etwas tiefer ein und die Erfahrungswerte, die man gemacht hat. Also ich denke, es geht darum, über diese Dinge zu sprechen, sich darüber auszutauschen, auch wie man vielleicht Dinge erlebt hat, umgesetzt hat, wie man miteinander verfahren ist oder gearbeitet hat, dass man da ein bisschen mehr ins Detail geht und sich auch, ich sag mal, aufrichtig darüber äußert und austauscht. Ne? Wir haben die 10 der Kelche. Das bedeutet, man kann eine sehr, sehr adäquate Lösung finden, sodass alle Beteiligten damit zufrieden sind. Aber das setzt natürlich voraus, dass man eben auch, naja, sich auf diese Sache komplett einlässt, tief geht und auch offen und ehrlich über seine Erfahrungen und auch, ich sage jetzt mal, das, was man daraus mitgenommen hat, die Essenz daraus, dass man darüber spricht, dass man da auch mitteilt, wie man Dinge zum Beispiel aufgefasst hat oder wie man Dinge ausgelegt hat, ja, auf beiden Seiten oder ich weiß nicht, wie viele daran beteiligt sind. Letzten Endes kann es eine sehr zufriedene Lösung geben, auch dass man einander besser versteht, also mehr Einblicke hat in die Denkweise und Handlungsweise des jeweils anderen. Das ist sehr schön. Dafür wünsche ich dir natürlich viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Dienstag, 28. Mai 2024. Ja, du hast schon gemerkt, die Energien haben sich gewandelt. Wir haben Sonne, Venus und Jupiter in Zwillinge. Da ist sehr viel mehr Austausch, Gespräche, Kommunikation findet statt, auch im Job natürlich. Und wir haben den Mond in Wassermann, innovative Ideen, kreatives Aufeinanderzugehen, aber auch Selbstverwirklichung sind da drin. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, was natürlich sehr schön ist. Neptun kann dich eben auch als Fisch manchmal ein bisschen ablenken, auch durch die Kommunikation. Man widmet sich natürlich lieber angenehmen Themen und angenehmen Situationen. Wir haben auch Merkur und Uranus im Stier. Auch du bist in der Lage, da, ich sag mal, Feinjustierungen vorzunehmen, kleine Veränderungen. Vielleicht auch, um manchmal, wenn es dir zu viel wird, mit der Kommunikation, mit dem Austausch, ein bisschen, ja, ich sag mal, einen Ausgleich zu finden, ja, Ruhe zu finden, durchzuatmen. Wir haben dann auch Mars im Widder. Temperamentvolle, leidenschaftliche Energie, sehr schnell reizbar, das kann dich betreffen, aber auch andere. Den rückläufigen Pluto im Wassermann, der eben auch ja, Macht- und Ohnmacht-Themen klären lässt durch die Kommunikation, durch die Gespräche, wie ich sagte, die vielleicht auch nicht immer so toll sind und so angenehm. Aber man sollte dann, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann auch die Klärung herbeiführen. Nun, wir haben heute ein Trigon zwischen Sonne und Mond, Sonne in Zwillinge, Mond in Wassermann. Und wir haben ein Sextil zwischen Merkur im Stier und Saturn in den Fischen. Also man ist mit allen
ich sag mal, Energien dabei, Lösungen zu finden, danach zu suchen, sich schlau zu machen, sich einzubringen in diese Lösung. Wir schauen mal, was wir da für die Fische haben. Auch du hast hier erstmal die Enttäuschung, die Kränkung, vielleicht auch die Wut. Wir haben den Wagen, Krebsenergie, nicht aus dem Rahmen fallen oder aus der Spur fallen. Es geht um Prioritäten, ja. Möglicherweise bist du jetzt derzeit etwas irritiert, wie die Prioritäten liegen oder vielleicht enttäuscht darüber, dass sich da etwas geändert hat. Du bist bereit, mit dem Ritter der Stäbe auch was zu riskieren oder vielleicht auch deinem Unmut Luft zu machen. Das ist auch gut so, liebe Fische. Also wenn ihr da irgendetwas habt, was ihr äußern wollt, ja, dann solltet ihr das tun. Also auch, man kann das ja auch höflich und freundlich sagen, das war nicht so nett, das war nicht so schön, das hat mir nicht gefallen, das hat vielleicht auch mich gekränkt, verletzt oder enttäuscht, ja. Vielleicht solltest du das auch ruhig mal sagen, damit deine Gegenüber das eben auch merken. Also Offenheit ist wichtig, Kommunikation ist wichtig, Austausch ist wichtig. Man kann diese Dinge heute wunderbar beilegen und auch in der nahen Zukunft. Also du musst dich jetzt nicht genötigt fühlen, das unbedingt heute zu machen. Das kommt darauf an, wann die richtige Situation da ist und wann dein Bauchgefühl dir auch sagt, jetzt reicht's. Jetzt sage ich mal was, ja. Also das solltest du dann auch tatsächlich tun. Viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder.